Wie werde ich eigentlich im PvP besser? Diese Frage will ich dir in diesem Guide beantworten, Leute. Und somit herzlich zu einem neuen Video von mir. Und wie gesagt, will ich in diesem Video die Frage beantworten, wie ihr einfach besser werden könnt im PvP. Dazu möchte ich euch zwei Tipps näher bringen. Der erste Tipp ist eigentlich ganz leicht, und zwar spielt einfach Meta. Denn Meta ist, wie ihr vielleicht alle wisst, das momentan beste oder das am besten geeignete, um zum Beispiel für eure Main-Klasse, wie zum Beispiel bei mir ist ja die Main-Klasse Necro, das hat sich auf jeden Fall schon mal sehr gut vorbereitet. Falls ihr Guides sucht zu den Meta-Klassen, ich habe mal für euch eine Playlist erstellt unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal reinschauen, da habt ihr alle Metas, die ich momentan abgedreht habe, wie zum Beispiel zum Elementarmagier habe ich eins abgedreht, zum Necro natürlich, zum Chrono Phantasma Shatterer, also zum Chronomanten habe ich eins und ich habe eins zum Wächter gemacht. Genau. Und wenn ihr einfach die Meta spielt, dann seid ihr schon mal im Vorteil, Leute. Und der zweite große Tipp ist eigentlich, seid einfach flexibel, denn es gibt ja eigentlich keine wirkliche Holy Trinity, also es gibt keinen wirklichen Supporter, keine wirkliche Tank und keinen wirklichen Schadens- oder Damage-Dealer, also so wie früher bei Guild Wars 1, das gibt es ja nicht in Guild Wars 2, sondern es gibt so eine Art Trinity, also ich nenne es immer, eine Condi-Klasse gibt es, der halt Schaden über Zeit macht, dann gibt es eine Burst-Klasse oder halt einen Direktschaden, wie zum Beispiel der Medi-Trapper, der Wächter ist so eine Burst-Klasse, der Chronomant zum Beispiel wäre eine Condi-Klasse, weil er halt nicht direkten Schaden machen kann. Und dann gibt es dennoch eine Supporter-Klasse, also jetzt nicht unbedingt ein Healer, aber doch eher supportlastig, wie zum Beispiel die Elementarmagie. Diese drei Unterteilungen gibt es. Und wenn ihr einfach von jedem einen Charakter habt, mit dem ihr einfach recht gut spielen könnt, auf jeden Fall Meta natürlich, dann seid ihr ziemlich gut ausgerüstet, denn das seid ihr auf jeden Fall flexibel. Dann könnt ihr, falls notwendig, zum Beispiel von einer Condi-Klasse wechseln zum Supporter, so wie ich jetzt gerade. Ich habe gesehen, wir haben vier verschiedene Condi-Klassen. Dann habe ich einfach zum Supporter gewechselt, denn der andere Necro war ja auch, also ich glaube auch eine Condi-Klasse. Deswegen dachte ich mir, es gibt keine Supporter-Klasse gerade im Game, also wechsle ich einfach mal zu so einer Supporter-Klasse, wie zum Beispiel der Elementarmagier. Ein weiterer Supporter wäre zum Beispiel der Druide, der Bunker-Druide ist so ein Supporter. Und eigentlich, wobei ich muss ehrlich sagen, es gibt noch eine Sonderklasse, und zwar der, nicht Messmer, sondern der Thief, also der Dieb ist nochmal so eine Sonderklasse, denn er gehört nicht zu den drei, sondern ist eigentlich so eine eigene Kategorie, und zwar ist er eigentlich ein Roamer. Der ist einfach dazu am besten geeignet, weil er einfach so schnell ist, also zum Decappen von gegnerischen Punkten. Aber der Dieb ist auch, finde ich, am schwierigsten zu spielen, deswegen würde ich damit auch nicht anfangen, mit dem Dieb zu spielen. Spielt lieber eine Einfachklasse, wie zum Beispiel der Necro ist eine Einfachklasse, aber der Necro hat zum Beispiel das Problem, dass er immer den Fokus bekommt. Und wenn du halt den Fokus hast und kein Elementarmagier zur Seite, dann bekommst du auch ziemlich viel Schaden ab und dann bist du halt ziemlich schnell down. Deswegen würde ich vielleicht mit dem Wächter anfangen. Der Wächter ist gar nicht mal so schwer zu spielen, macht auch ordentlich Schaden. Man muss nur ein bisschen aufpassen, man hat nicht so viele Lebenspunkte, man kann halt schnell down gehen. Aber ansonsten ist das wirklich eine gute Klasse fürs PvP. Natürlich kann man auch Necro spielen oder Elementarmagier, das ist alles kein Problem. Und genau, also seid einfach flexibel, weil dann seid ihr nicht so anfällig für bestimmte Gruppen. Wie zum Beispiel, wenn ihr jetzt vier Wächter seid, das heißt ihr einfach selber zwar eine Burst-Klasse, aber wenn da jemand viel aushalten kann, dann habt ihr halt einfach ein Problem. Und wenn ihr halt keinen Supporter habt und ein Necro spielt zum Beispiel und der Necro halt den Fokus bekommt, dann habt ihr auch wiederum ein Problem. Deswegen schaut einfach, dass ihr flexibel seid und dann könnt ihr einfach, bevor das Spiel beginnt, die Gruppenzusammensetzung anschauen und dann gucken, okay, gibt es gerade einen Supporter, gibt es gerade eine heilende Klasse, wenn nicht, dann nehmt einfach eine Supporter-Klasse mit, also eins von den drei, und dann macht ihr das. Auf jeden Fall immer eine schöne Balance haben, wie bei der Ernährung. Einfach schauen, dass das alles passt, also dass man immer schön Abwechslung hat, dann ist man auch nicht so anfällig. Und dann könnt ihr auch besser oder halt bessere Games im PvP machen. Das merkt man, also im Unranking merkt man das nicht so, habe ich das Gefühl. Also wenn ich Unranking spiele, da ist das nicht so, da haben auch die Leute auch nicht so, also das habe ich auch selber gemerkt. Wenn ich Unranked spiele, dann sind die Leute auch nicht so, wie soll ich sagen, so leidenschaftlich dabei. Aber wenn ich Ranked spiele, dann merkt man gleich, da werden die gleich so, da fluchen sie dich gleich an, wenn man so ein bisschen missbaut, wenn man jetzt zum Beispiel als Necro Far geht, was jetzt nicht optimal ist, aber
kann man mal machen, just for fun. Aber wenn man es halt dann macht, dann gehen die Leute gleich ab und dann merkt man halt, dass die halt leidenschaftlich dran sind. Und das finde ich halt cool, dass die Leute halt einfach mit Emotionen dabei sind. Muss man nicht, aber kann man machen. Sollte man dann auch nicht persönlich nehmen, wenn man hier dann angegriffen wird. Das sollte ich vielleicht dazu auch noch sagen. Das ist ein PvP, habe ich dazu festgestellt, weil es ja nur 5 Spieler sind. Dann wird man einfach gerne mal angegriffen, wenn man ein bisschen Mist baut. Vor allem Ranked. Unranked ist wieder was anderes. Da ist es auch nicht so wild. Aber wenn man Ranked zum Beispiel auf Gold spielt, wo ich letztens war, da merkt man da schon, ja, die werden schon ein bisschen aggressiver, die Leute. Aber wie dem auch sei, Leute, das war es eigentlich zu diesem Guide. Also schaut einfach, dass ihr das Meta spielt. Als erster Tipp, eure Main-Klasse Meta spielen. Und der zweite Tipp ist einfach, dass ihr einfach diese Holy Trinity, also, oder eine Holy Quadrity, oder wie das dann heißen würde, spielt. Also guckt, dass ihr auf jeden Fall eine Damage-Klasse könnt, eine Conti-Klasse und eine Supporter-Klasse. Es ist ja egal, ob ihr zum Beispiel Elementar-Magier-Supporter spielt oder halt Druiden. Hauptsache, ihr habt halt eine Supporter-Klasse. Das heißt, ihr auf jeden Fall flexibel unterwegs. Genau, Leute, das war's dann eigentlich auch schon zu diesem Guide. Falls euch mein Guide gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Abo oder ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag zu einem neuen Video. Am Freitag kommt dann ein Fraktal-Guide auf den höheren Stufen, denn das habt ihr euch gewünscht. Ich habe euch mal gefragt, was ihr denn so sehen wollt. Und ihr habt mir einfach geschrieben, dass ihr Fraktal-Guides wollt und am besten vielleicht höhere Stufen. Und da kommt dann, ich glaube, Tier 2, also auf Rang 2 habe ich dann ein Video für euch am Freitag. Ich würde dann sagen, genau, bis dahin, Leute, und tschüss. Und übrigens, das Spiel haben wir gewonnen.